Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aufstieg und damit auch zur ersten richtigen Folge Minecraft Aufstieg. Die letzte oder erste Folge war ja praktisch nur die Vorstellung und eine kleine Führung vom Admin, kann man sagen. Und ja, mit einer Gruppe, die aber noch nicht komplett war, also wir waren ja in der Gruppe aufgeteilt und wir waren dann noch nicht komplett, weil halt einige wegen einem Termin ausgefallen sind. Also privat wahrscheinlich, schätze ich mal. Und ja, dafür geht's jetzt hier los. Ich habe mir auch dann gleich schon mein Grundstück gesucht. Und zwar, hier unter mir ist der liebe Downlord. Ist der gerade auf dem Server? Ich denke nicht, aber wir gucken mal nach. Nee. Der wohnt hier unter mir. Da können wir dann auch mal hingucken. Und er hat netterweise gesagt, weil ich so gefragt habe, ja, wo könnte noch ein Schneeberg sein? Weil ihr wisst ja, irgendwie mag ich so die Schneewelt von Minecraft. Und außerdem hat man da nicht die störenden Regengeräusche, sondern es schneit ja. Und Schnee hört man in Minecraft ja nicht. Zumindest ist mir das nicht bewusst oder bekannt. Den wegzumachen bringt eigentlich hier gar nichts. Und ja, ich habe mir dann schon mal das Grundstück und den Grundriss praktisch hier fertig gemacht. Und zwar habe ich hier oben schon mal so eine Platte angesetzt. Da werden dann natürlich noch so, wie sagt man dazu jetzt wieder? Ja, ich nenne es jetzt mal einfach Ständer, beziehungsweise, ja, Ständer ist eigentlich so, sagt man eigentlich nur so, ne? Das ist eigentlich dafür eigentlich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Säule, eine Säule, genau. Säulen sind dafür das richtige Wort. Eine wahrscheinlich zwei, schätze ich mal, die halt das Ganze halten, weil so sieht es ein bisschen, ja, sieht jetzt nicht so reell aus, ne? Ist halt aber Minecraft, dafür ist es ja egal. Hier hinten wird auch noch gebaut, wir laufen dann auch demnächst mal ins Dorf rein oder in die Stadt. Das liegt nicht an der Render-Distanz, dass es hier nicht weiter lädt, sondern am Server. Und der ist irgendwie noch nicht auf dem Stand, dass die Render-Distanz hier ein bisschen höher gestellt ist. Muss erst restartet werden und so weiter, aber darum muss ich mich leider nicht kümmern, das ist nicht mein Job. Also stört euch nicht dran, dass das hier ein bisschen abgehackt ist, da kann ich nichts für. Aber vom Ding haben wir hier unsere Ruhe und wir haben auch, es gibt eine Map im Internetbrowser, die habe ich jetzt, die habe ich jetzt gerade nicht offen, aber da kann man halt die ganze Map sehen und halt auch die Spieler, wo du hinläufst und so weiter. Und da habe ich halt gesehen, da hinten ist Wald und da ist Riesenwald-Biom. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt in die Farmwelt, weil wir können da einfach dann wieder die Setzlinge einpflanzen und haben praktisch dann unendlich Wald und müssen nicht jedes Mal durch die Stadt in die Farmwelt laufen. Und das ist eigentlich richtig geil. Jetzt ist nur die Frage, wie wollen wir das Haus jetzt bauen? Ich werde jetzt erstmal so ein Grundhaus bauen und dann könnt ihr mir als Architekten ein bisschen was in die Kommentare schreiben, weil da bin ich echt nicht so gut drin. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass wir jetzt erstmal hochgehen und uns das Ganze mal angucken. Soweit war ich praktisch schon, dass ich hier immer so ein bisschen das Grundstück breiter gemacht habe, als der Berg war. Und das müsste erstmal auch so reichen. Wir haben ja praktisch unendlich Platz. Wir können ja das hier ein bisschen weiter rausbauen, wenn wir dann wollen. Wenn es jetzt keinen weiter stört. Ich denke aber im Moment nicht, weil wir im Moment halt hier die einzigen zwei sind, die hier gebaut haben. Und wir sind auch noch nicht außerhalb der Grenze, meine lieben bayerischen Freunde. Und damit möchte ich sie auch herzlich einladen. Den Spaß hat es auf jeden Fall. Ist es noch nicht zu weit weg, dass man jetzt sagen müsste, wir dürfen hier nicht bauen oder so. Also das ist noch alles gut, weil, wie gesagt, ja hier in unserer Gegend hier unten zum Beispiel und ich denke irgendwo da drüben, okay, irgendwie so, da auch noch Leute bauen, ach, und deswegen ist es noch alles in Ordnung. Hey, oh, dass man jetzt immer in der 1.8 einen Screenshot macht, das nervt mich ein bisschen. Außerdem habe ich ein Cape, yeah, was noch nicht direkt komplett fertig ist, also das habe ich jetzt mal so freihand erstellt, was ich jetzt noch nicht so geil finde, muss ich sagen. Auf jeden Fall soll das Ding nicht blau sein, als gut zum Skin passt halt. Ich weiß aber noch nicht genau, also darauf würde ich noch nicht Acht geben. Das ist noch nicht so fest. Vielleicht hole ich mir da auch noch ein bisschen Verstärkung, die mir da ein bisschen Tipps geben. So, wie wollen wir das jetzt das Ganze machen? Das ist jetzt die Frage. Wir holen uns erstmal ein bisschen Essen hier in den Magen. Und dann, ich überlege halt, wie wir das machen. Also ich hätte gern, dass ich auf jeden Fall so Panoramafenster habe, würde ich mal sagen. Also da hätte ich gern auf jeden Fall ein Fenster hin, weil das einfach nur die Optik muss man einfach haben. Natürlich in jeder Seite Fenster, aber da brauchen wir jetzt nicht so ein riesen Fenster zu haben, weil da ist jetzt nicht wirklich viel. Klar, da unten die Schlucht, aber es ist jetzt nicht so interessant. Und hier halt die Schneewelt. Und der Hexe, Hexe. Und ja, da kann man mal sehen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Und dann können wir ja, wir ziehen da einfach mal die Mauern hoch.
Und dann können wir ja die Fenster rauskloppen, wenn wir wollen. Hier so. Das Holz reicht nie im Leben, das ist mir bewusst. Deswegen werden wir dann auch mal hingehen. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Das kann ich jetzt auch, außerhalb der Aufnahme machen. Ich zeige euch nur das Sinnvollste, beziehungsweise werde ich das aufnehmen und dann ein bisschen zusammenschneiden bei der nächsten Folge. Oder vielleicht in diesem, man weiß es ja nicht. So. Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen was zu phrasen. Brauchen wir gerade nicht. Haben wir noch anderes Holz? Wir haben nur noch das. Das ist ja helles Holz, ne? Das ist ja so. Wie sieht denn das aus? So. Jetzt die Frage: Wollen wir das damit als. Wollen wir das als Boden nehmen? Mir ist das fast schon zu hell. Das passt überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Also, das können wir nicht machen, ey. Boah. Nee. Und da würde ich das so aus Labs machen, weil. Der Steinboden ist mir ein bisschen zu kalt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir wollen es ja ein bisschen warm haben. Wir haben ja hier eh schon 0 oder Minusgrade, das kommt immer drauf an. Also zurzeit ist gerade, jetzt ist es ein bisschen milder, man sieht es auch, die Wolken, und es ist gerade ein bisschen milder, deswegen die Hexe, die chillen hier alle ein bisschen, das ist nicht so kalt. Aber es wird schon in der Nacht ganz schön kalt ab und zu, also ich habe schon gemerkt, die erste Nacht, als ich hier war, das war schon, Alter, das war, weißt du, was los ist. Also... Ich möchte nicht in der Antarktis wohnen, da sind wir ja noch froh, dass wir hier sind, wo einigermaßen gute Klimabedingungen herrschen. Aber naja gut, man kann sich's halt oft nicht aussuchen. Zack, 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 zack. Ich werde das wahrscheinlich auch ein bisschen schneiden öfters mal, weil ich finde es jetzt nicht immer so interessant, hier einfach so zu bauen. Ich meine, jeder weiß, wie das geht. Und ich werde immer so ein bisschen vorspringen wahrscheinlich. Jetzt einfach ein bisschen Stein, genau, da machen wir das mit dem Holz, das farm ich dann separat und zeige euch das dann, wie wir das dann zusammen hinbauen, weil das ist jetzt nicht gerade so spannend, das ist hier wenigstens nah, das heißt, wir müssen nicht so weit laufen, weil das Laufen ist jetzt echt nicht gerade so geil bei der Dunkelheit, überhaupt wie viele Mobs da hinten schon wieder stehen. Ich bin halt überhaupt nicht equipped, habe kein Schwert, deswegen machen wir das dann alles noch schnell. Sollte man vielleicht auch vorher machen, bevor man irgendwas macht. Ja, genau. Bevor man irgendwie weggeht, möchte ich natürlich lieber ein Schwert zur Hand nehmen können. So, und wir haben jetzt schon Stein. Wo ich eigentlich sagen muss, dass der Stein hier in dem Texture Pack auch schon richtig geil aussieht. Also, mit dem kann man auf jeden Fall arbeiten. Wir können auch einen schönen Keller hier unten drunter machen. Ich meine, wir haben ja den Berg praktisch auch frei. Das ist ja richtig cool. Ist mir gerade so einen richtigen schönen Bergkeller. Das hat nicht jeder. Also da ziehe ich schon mal einen Hut. Ne? Das ist schon was Feines. Und Roleplay ist natürlich auch krass. Kann man natürlich auch mal machen. Dafür braucht man erstmal einen Roll, wo man das spielen kann. Aber man weiß ja nicht, was da noch passiert. Ich würde ja gerne so ein Detektiv sein. Oder ich gucke mir einfach die Sachen an, ohne dass es jemand weiß. Nennt mich Genius. So. Gut, das sieht schon mal scheiße aus. Und deswegen würde ich einfach sagen, essen wir kurz was. Erst machen wir das so grob. Ja, ist halt jetzt natürlich... Wie macht man das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir machen es am besten... Ich meine, das sieht ja scheiße aus, wenn ich das hier so mache. Oder? Nee, das geht sogar. Oder? Doch, das geht. Das kann man, denke ich, machen, weil hier unten will ich das nicht wegschlagen, oder? Wie sieht das aus? Obwohl, geht auch, weil das ist ja ein Panoramafenster. Das kann man ja ruhig hier unten machen. Ich meine, man kann ja da bis zum Glas laufen. Kann man das eigentlich schon fast... Bauen wir das noch ein höher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Oh Mann. Shit, ey, ich weiß es nicht. Ich weiß das gar nicht. Ja. Oh Mann. Moment mal. Erstmal brauchen wir eine Bezeichnung. So. Voll einfallsreich. Alles klar. Danke für 80. Ja. Tür auf.
Ich überleg halt. Ich überleg schon wieder. Dann brauchen wir das aber nicht hier hin machen. Dann können wir es direkt hier klatschen. Der Optimist. Ja. Hi. So machen wir das dann. Genau. Genius. Jo. Kann man eigentlich zulassen. Da können wir dann eventuell das noch aus Zaun machen, aber so kann man es auch erstmal lassen. So lassen wir es erstmal. Weil ich will hier rausgucken, guckt ihr euch die Optik doch an. Mann. Gut, dann würde ich sagen, frage ich mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Aufstieg. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!